Der Fall des libanesischen Clanmitglieds Miri hatte bundesweit für Diskussionen gesorgt. Im Juli war der Straftäter abgeschoben worden und bereits wenige Wochen später illegal wieder eingereist. Heute entschied das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, Miri soll erneut abgeschoben werden. Bundesinnenminister Seehofer will als Konsequenz aus dem Fall das Asylgesetz verschärfen und illegal Eingereiste künftig schneller in Haft nehmen lassen. Diese Nachricht wollte Innenminister Horst Seehofer höchstpersönlich verkünden. Am Mittag gab er bekannt, wie das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge über den Asylantrag von Ibrahim Miri entschieden hat. Der Antrag wurde als offensichtlich unbegründet abgelehnt. Der Bescheid wurde heute Vormittag zugestellt und ist sofort vollziehbar. Die Behörden bereiten derzeit die Abschiebung des Betroffenen vor. Vergangene Woche war das Clanmitglied Ibrahim Miri hier links im Bild mit seinem Anwalt in Bremen aufgetaucht, um einen Asylantrag zu stellen. Der Intensivtäter war 3,5 Monate zuvor in den Libanon abgeschoben worden. In Bremen war er der Chef der Rockergruppe Mongols und stand mehrfach vor Gericht wegen räuberischer Erpressung, Drogenhandels und Entführung. Seit seiner illegalen Einreise sitzt er in Abschiebehaft. Sein Anwalt, hier Archivbilder, will gegen die heutige Asylentscheidung klagen. Eine Woche hat er dafür Zeit. So lange darf sein Mandant nicht abgeschoben werden. Wie Minister Seehofer fordert auch der Bremer Innensenator Meurer, das Asylrecht zu verändern. Ich finde, man sollte darüber nachdenken, ob man nicht das Asylrecht für diese Gruppe generell ausschließt. Das heißt, Straftäter dieser Schwere haben keinen Anspruch darauf, dass sie bei Wiedereinreise ein Asylverfahren erneut durchlaufen. Seit gestern wird, wie hier in Görlitz, an den deutschen Grenzen verstärkt kontrolliert. So sollen illegale Einreisen verhindert werden.